Für Menschen mit Behinderung ist im Straßenverkehr am wichtigsten, dass sie immer klar wissen, wo sie sich wann mit ihrem Verkehrsmittel, mit dem sie gerade unterwegs sind, bewegen dürfen. Das heißt, Verkehrswege müssen klar voneinander abgegrenzt sein. Und es sollte eigentlich jedes Signal, jede Warnmeldung im Verkehr am besten auf zwei Wegen ausgegeben werden, optisch und akustisch, damit es auch von Menschen mit Sinnesbehinderungen wahrgenommen werden kann. Mein Appell an Sie, rechnen Sie in jeder Verkehrssituation auch mit Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern mit Behinderung und sind Sie vorsichtig und nehmen Sie Rücksicht.